Nach dem Spiel in Villarreal, wir hatten gestern noch ein sehr schweres Spiel. Wir konnten vielleicht am Ende 1-1 machen, aber wir haben nicht schlecht gespielt, ich denke. Aber Wolfsburg haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, sehr gute Offensivspieler. Wir haben eigentlich gut gespielt nach dem Tor oder Gegentor in der ersten Halbzeit und auch weiter gedruckt in zweiter. Aber leider haben wir keine großen Möglichkeiten, nur mit dem Patrick. In der ersten Halbzeit, das könnte schnell 1-1 sein und ein Punkt von Wolfsburg wollte sehr schön sein, aber leider ist Fußball nicht immer fair. Krise, das habe ich auch viel gehört, aber ich finde keine. Wir haben schon klar, von den drei letzten Bundesligaspielen haben wir 0 Punkte geholt und das ist auch schwer in Bundesliga zu Punkte holen und das wussten wir auch vor dem Saisonstart angefangen und wir wollten einfach weiter gucken und wir haben eine gute Möglichkeit jetzt zu Hause gegen Berlin und wenn wir 3 Punkte da holt, können wir alle die 3 Spiele vergessen. Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben und die Punkte kommen nächsten Samstag. Es muss so sein und ich denke, wir haben eine gute Mannschaft. Und wir können 3 Punkte holen und das ist unsere nächste Aufgabe.